Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Baba. Zwar sieht es hier noch aus wie ein Schlachtfeld, aber das haben wir gleich. Ich möchte ein Schaschlik zubereiten. Und zwar ein Schaschlik mit Mayonnaise. Wir haben gerade einen Skandal mit Eiern, deswegen ich nutze frische Eier und ich mache die Mayonnaise selber. Das ist gar nicht schwer, aber ich wollte es jetzt nicht direkt ins Schaschlik-Video hereinnehmen, weil sonst wäre es alles viel zu lang. Ich mache da zwei Videos von. Hier habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet für das Schaschlik. Das komplette Rezept werde ich auf www.babakoch.de finden und ja, es ist wirklich schnell zubereitet. Schmeiß mal weg. Die brauchen keinen Speckzettel, ganz ehrlich. So, ich habe hier drei frische Eier, frisch aus dem Garten, frisch aus dem Huhn. Wichtig bei der Mayonnaise-Zubereitung ist es, dass Öl und Eier temperiert sind. Die müssen auf der gleichen Temperatur sein, also warm sein. Wenn nämlich die Eier kalt sind, dann emulgiert das nicht. Oder es wird wirklich sehr schwierig. Ja, wie können wir das machen? Wir können A, Schneebesen benutzen, wir können B, einen Mixstab benutzen und C, ein Handrührgerät. Wie wir es machen, ist uns scheißegal. Aber ich bin faul und es muss schnell gehen, weil ich muss gleich noch einen schönen Schaschlik marinieren. Dazu kommen wir nämlich gleich und das wird auch dann schon das nächste Video werden. Ja, lass uns anfangen. So, als erstes müssen wir die Eigelbe trennen. Alter, die sind ja hammerhart. Knüller. So. So, zack. Ich mach das hier rein. Ganz wichtig für unsere selbstgemachte Mayonnaise, Salz. Zitronensaft oder Essig, Weißweinessig. Ich benutze lieber Zitronensaft und Senf. So, bei dieser Menge, ja natürlich das Öl nicht vergessen, also 450 Milliliter. Wann wir es reinmachen, das ist eigentlich egal. Also erstmal will ich, dass es ein bisschen emulgiert, dass es ein bisschen anrührt. Dann gehen wir tröpfchenweise, wirklich tröpfchenweise Öl mit hinzu, weil die Maschine wird gleich sehr laut werden, damit es überhaupt mal emulgiert. Und dann wirklich nach und nach und dann langsam, langsam, langsam. Bloß, dass es nicht gerinnt. Es muss langsam passieren. Weil wenn es einmal flockt, dann wird es scheiße. Da muss man, glaube ich, wie war das mit Wasser? Kann man ein bisschen nachhelfen. Ja, lass uns loslegen. Das kommt erst alles später rein. Aber wie gesagt, jeweils 5 Gramm, hier 450 bis 500. Oder ihr geht einfach auf www.babakoch.de und dort werde ich euch das Rezept mit einem Bilderchen hinterlegen. Ihr könnt es einfach direkt ausdrucken. Viel einfacher, oder? So, jetzt werde ich mal ein bisschen lauter. Also wenn das nachher mit dem Schaschlik genauso wird, dann kriege ich hier wirklich die Krise. Leute, ich kriege die Krise. Und dann wirklich nach und nach, tröpfchenweise zuerst und wirklich erstmal sehen, dass es wirklich anfängt zu gerinnen, zu stocken. So, schau mal, die Mayonnaise ist schon richtig, richtig klumpig und hart. Ne? Jetzt geben wir schon mal auf Salz, Zitronensaft. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Ich glaube, 5 Milliliter Wasser, ne? Ich schau mal gleich nochmal schnell nach. Aber ich bin da mal wirklich 5 Milliliter Wasser. So, auf jeden Fall 5 Gramm Salz, 5 Liter Zitronensaft und 5 Gramm Senf. Wie gesagt, ich koche es aus dem Kopf, ich habe keine Ahnung. Wasser. Habe ich vergessen. 5 Milliliter, ja. Halber, also ein Teelöffel. Ja. Wasser. Ich wundere mich, ne? Das ist schon so, die Konsistenz ist schon ein bisschen zu hart. Wasser, pass mal auf. Die Mayonnaise ist schön, ist richtig dick. Bitte. Und mach's ruhig mit der Maschine, mit der Hand. Ihr bekommt es nicht so dick hin. Also doch, wenn ihr aber Popper-Ärmer habt. Ne? Ganz ehrlich, muss nicht sein. So, lass uns mal probieren. Und dann schmecken wir es schnell ab. Hm. Salz, perfekt. Für mich noch ein Tick Zitronensaft. Also ich habe jetzt 5 Milliliter. Ihr müsst dann mit Salz, Salz braucht ihr nicht abschmecken. Salz ist perfekt. Also bei 5 Gramm auf 400-500 Milliliter Öl. Und drei kleine Eier, das sind 150 Gramm, komplett Ei. Die brauchen nur das Eigelb. Dann soll es passen, dann soll es passen. So. Und das macht ihr dann nach Geschmack. Manche Leute bevorzugen hier wirklich auch Weißweinessig oder Essig, ne? Ich mag es mit Zitronensaft, das ist schön frisch. Mh, Alter.
Ihr müsst halt nur beim Öl aufpassen, dass ihr ein gutes Öl habt und dass es nicht ranzig schmeckt. Ansonsten, der Hammer. Der Hammer. Leute, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Das war die Mayonnaise, die Vorstufe für unser Schaschlik. Für unser super, super frische Schaschlik. Komplett frisch zubereitet. Ich habe hier natürlich rumgesaugt. Ich darf jetzt mal aufräumen. Leute, ciao mit V. Ich sehe euch gerne wieder das nächste Mal beim Schaschlik. Schaut zu, wie wir, also was wir daraus machen. Ne? Euer Baba. Bis zum nächsten Mal. Soßen.